Ausgebremst und warum das Recht auf Bildung nicht für alle gilt, heißt das Buch und geschrieben hat's Katja Urbatsch. Und die habe ich jetzt als Gast bei mir. Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin. Hallo Katja. Hallo. War jetzt ganz viel Wirbel, gerade waren die Tagesthemen da. Genau. Gefragte Frau. Ja, wir haben eine ganz gute Medienaufmerksamkeit. Also nicht nur für mich persönlich, sondern auch für unsere Ehrenamtlichen, die sich bei uns engagieren. Also können wir uns nicht beklagen. Ja, zum Projekt komme ich gleich, aber man erlebt dich so in Medien überall. Aber das hast du nicht immer gemacht. Wie ist das so, wenn man da in diesen Medienalltag mit reinrutscht? Ja, gerade am Anfang war das natürlich extrem aufregend. Mit der Zeit gewöhnt man sich natürlich ein bisschen dran. Also, und es wird dann irgendwie normal. Aber wir merken eben auch, wie wichtig das ist, das zu machen, weil wir natürlich auch Menschen erreichen wollen, gerade auch viele Eltern und Schüler, und merken schon, dass Medien da wichtig sind, um gerade unsere Zielgruppen zu erreichen. Ich glaube auch für die Älteren, ich habe jetzt gesehen, die Kollegen vom analogen Medium Fernsehen waren da. Arbeiterkind.de ist so eine Initiative von dir und hier beschäftigst du dich auch mit Bildung. Worum geht es denn bei Arbeiterkind.de? Na, ich bin eben selber die erste in meiner Familie mit meinem Bruder zusammen, die studiert hat. Und es hat mich immer sehr beschäftigt, dass das was Besonderes war in unserer Familie, dass wir studiert haben und welche Hürden man da auch überwinden muss und dass man auch die Familie in Teilen überzeugen muss. Und ich auch in der Hochschule gemerkt habe, aha, um mich herum sind ganz schön viele Kinder, die kommen aus Akademikerfamilien, und es hat mich immer sehr beschäftigt. Und ich habe auch gemerkt, ah, hier und da haben mir ein paar Informationen gefehlt. Oder ich hatte auch nicht so viel Unterstützung von zu Hause, wenn es jetzt um das Schreiben von Hausarbeiten geht oder das Bewerben um Stipendien. Und da habe ich gedacht, da müsste man eigentlich mal was tun. Mhm. Und dann habe ich eben all die Infos, die ich gesammelt habe, all die Erfahrungen, die wollte ich weitergeben und wollte das auf eine Internetseite stellen. Und das hast du gemacht? Wann war das? Das war vor 5 Jahren. Wir werden dieses Jahr 5 Jahre alt. Wow. Die Zeit ist dann schnell vergangen. Wie war es am Anfang? Also man macht ja eine Internetseite und denkt nicht, dass man 5 Jahre später als NGO in Berlin sitzt und überall tolle Arbeit macht. Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, hätte mir das nicht vor 5 Jahren erzählt, hätte ich gesagt, genau. Aber wir sind online gegangen, wir haben auch eine Pressemitteilung rausgegeben, aber ich meine, das machen ja viele. Aber dann ist das so eingeschlagen, über Nacht. Also wir sind Sonntag nachts online gegangen mit der Internetseite und ich war montags nachmittags live im Deutschlandfunk. Und das war einfach Wahnsinn. Und dann auch die Rückmeldungen waren Wahnsinn. Also einfach, dass sich so viele Menschen dann gemeldet haben, gesagt haben, ich weiß genau, wovon sie sprechen. Ich bin auch die oder der Erste in der Familie, der studiert hat. Genau mein Thema, habe das Gleiche erlebt. Ich möchte mitmachen. Und dieses Mitmachen, das war gar nicht so geplant am Anfang. Wir haben gedacht, wir machen eine Internetseite, gehen vielleicht auch in die Schulen. Aber wir haben nie gedacht, dass jetzt ganz viele sich melden, die mitmachen wollen. Kurz für mich zum Verstehen, wie mache ich mit? Also wir haben jetzt in ganz Deutschland 70 lokale Gruppen, also an sämtlichen Hochschulstandorten, auch ein paar Orte, die nicht Hochschulstandorte sind, mehr auf dem Land. Und da kann man sich in der lokalen Arbeit der Kind.de-Gruppe engagieren. Man kann in die Schulen gehen, da Informationsvorträge halten, man kann E-Mail-Anfragen beantworten, man kann auf Bildungsmessen gehen, also versuchen da Schüler, Studenten und Eltern zu unterstützen. Also das Ziel der ganzen Initiative ist, die First Generation, also die erste Generation von Studenten. Genau, also das erste Ziel ist erstmal Schüler, die aus Familien kommen, denen noch keiner studiert hat, zum Studium zu motivieren und denen zu sagen, wenn ihr studieren wollt, dann könnt ihr das auch. Und zwar mit BAföG, mit Stipendien, und ihr könnt das schaffen. Also, dass wir einfach die Vorbilder haben, die in die Schulen gehen und sagen, ihr könnt das schaffen. Das ist aber eine tolle Chaka-Einstellung. Aber wir wissen alle, und die Studien sind ja mittlerweile allen bekannt, wenn man aus solchen Familien kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man studiert, geringer und hat mit dem sozialen Umfeld, mit der Herkunft zu tun. Und ist man dann aus einer Migrantenfamilie, ist die Wahrscheinlichkeit noch mal geringer. Aber das ist Wahrheit, das ist Tatsache. Also ich komme aus einer Stadt, da kannst du studieren. Ob du dann immer noch erfolgreich Karriere machst, entscheidet deine Burschenschaft. Da fällst du als Frau und Ausländer meistens weg. Also das ist ja das Thema Bildung total vermachtet. Wie schaut es aus in Deutschland und wo sind die Möglichkeiten, das zu verändern? Ja, zum einen ist eben, jeder kann sich ja um Studienplatz bewerben. Das eine ist einfach die Hürden, die man selber in sich trägt und die auch das Umfeld gibt. Also dass es vielleicht in der Familie immer schon so war, dass alle eine Ausbildung gemacht haben, dann macht man selber auch eine Ausbildung. Also ich finde, das ist der erste Schritt, dass man selber das auch möchte, dass man sagt, ich möchte gerne studieren und sich das auch zutraut. Aber die andere Seite spielt auch eine Rolle. Ich finde es auch wichtig, dass andere sagen, hier, mach das doch mal oder bewerb dich doch mal um Stipendium, versuch das doch mal mit dem Studium, natürlich schaffst du das. Also dass auch die andere Seite, Lehrer, Eltern, das Umfeld, dass die auch Mut machen müssen.
Und meine Erfahrung ist eigentlich, wenn man den Schritt einmal an die Hochschule gemacht hat und wenn man dann so das erste Semester, vielleicht auch das zweite überlebt hat, dass dann die Chancen sehr gut stehen. Und die Studien zeigen ja auch, wenn man dann auch einen Studienabschluss hat, sind die Chancen auch sehr gut. Da kann es immer noch mal Hürden geben, aber es gibt auch viele, die dann einfach so durchgehen und es funktioniert. Ich komme aus einer Stadt, da sind Kinder aus einem Stadtteil zu 90% an der Hauptschule. Jetzt Gesamtschule, irgendwas, ich weiß nicht, wir nennen das dauernd um. Und ein anderer Stadtteil, da haben die zwar 6 bis 8 Nachhilfelehrer, aber die schaffen es dann irgendwie. Und die schaffen ihr Abitur. Das ist, spricht ja für ein unausgewogenes oder erkranktes Bildungssystem. Es ist toll, dass ihr so eine Initiative habt und es ist auch toll, dass, dass eben alle sagen, wir machen das. Müsste es aber nicht vom System her schon die Option geben, dass das möglich ist? Ja, auf jeden Fall. Also das zeigt ja auch, dass wir ein Problem haben bei der Schulempfehlung. Also dass das zu sehr davon abhängt, wo man herkommt und dass in Deutschland der Bildungsweg wirklich immer vom Elternhaus abhängt und wir erwarten, dass die Eltern unterstützen. Also wir erwarten eigentlich schon vom Kindergarten bis zum Doktortitel, dass Eltern immer finanziell unterstützen, Nachhilfe bezahlen, Klassenfahrten bezahlen, was alles so anfällt und dass die auch mitmachen bei den Hausaufgaben und bei den Referaten halten. Und wenn man das nicht hat, hat man ein Problem und das darf natürlich nicht sein. Also wir brauchen natürlich ein Bildungssystem, wo auch ein Kind, was jetzt keine Unterstützung von zu Hause hat, weil die Eltern das einfach nicht leisten können, vielleicht auch, weil sie die deutsche Sprache nicht so gut sprechen oder einfach auch selber nicht diese Bildung hatten, dass aber ein Kind das was leisten will und da auch durchkommt und das auch alleine und es ist nicht davon abhängig, wie viel Geld man zu Hause hat oder welchen Schulabschluss die Eltern haben. Ich gehe einen Schritt zurück zu dir. Ich meine, du bist ja auch erste Generation, die studiert. Den Antrieb kennt man ja, den sozialen Aufstieg. Also dafür gibt es tausende Beispiele, Leute, die sagen, ich schaffe das und ich muss mehr leisten als alle anderen, dann komme ich dahin. Aber ganz wenige von denen kommen dann noch auf die Idee zu sagen, ich will das nicht nur für mich schaffen, sondern für die ganze Gesellschaft. Woher kommt bei dir der Antrieb zu sagen, ich will, dass alle mehr Chancen haben? Das weiß ich gar nicht so genau, muss ich zugeben. Ich glaube, ich habe immer schon gerne anderen Menschen geholfen. Oder wenn ich halt ein Erfolgserlebnis hatte, dann wollte ich das andere auch ein Erfolgserlebnis haben. Also ich bin auch in der Kirche groß geworden, in der katholischen Kirche, bin da sehr gefördert worden. Da ist ja auch eigentlich dieser Begriff der Nächstenliebe sehr verbreitet, der auch teilweise, finde ich, heute ein bisschen verloren geht. Dann war ich im Sportverein, ich bin Basketballtrainerin geworden und ich wollte, glaube ich, einfach immer auch das, was mir zuteil geworden ist, Menschen, die mich gefördert haben, das wollte ich einfach zurückgeben und auch weitergeben und auch wieder andere Menschen fördern. Fehlt dieses Fach an der Schule? Hilfsbereitschaft, oder? Gemeinwohl, füreinander da sein, gemeinsam überlegen, wo kann man irgendwas besser machen? Also ich glaube, was mich auch sehr inspiriert hat, ist dieses Amerikanische. Also ich war, als ich 16 war, mal 3 Monate an einer amerikanischen Highschool und da hieß es halt immer, you can make a difference. Und da habe ich so gedacht, ich kann einen Unterschied machen. Was kann ich denn schon machen als Jugendlicher oder so? Ich kann auch nichts verändern. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so viel verändern kann. Aber habe dann gemerkt, man kann im Kleinen um sich herum was verändern. Und wenn man dann viele Menschen hat, dann kann man umso mehr verändern. Und ich glaube, das fehlt ein bisschen den Jugendlichen heute oder auch vielleicht generell den Menschen, dass jeder denkt, was kann ich denn schon machen? Ich kann doch gar nichts machen und dann mache ich gar nichts. Und ich glaube, das könnte man schon in der Schule noch ein bisschen stärker machen. Also Verantwortung zu übernehmen und einfach mal was zu machen und auch zu glauben, dass man was verändern kann. Und wenn es nur im Kleinen ist. Ich nehme mal das schlimmste Beispiel, das man sich vorstellen kann. Ich kenne das Beispiel aus meinem persönlichen Umfeld auch von mir. Hauptschule, 2 Jahre sitzen geblieben, schaut gerade uns beim Reden zu und sagt, ich habe es mir überlegt, ich werde Arzt. Was macht der Zuschauer jetzt? Was kann er tun? Kann er bei dir auf die Seite gehen? Ja, natürlich. Also man kann bei uns auf die Internetseite gehen, man kann unsere lokale Gruppe vor Ort besuchen, wenn es eine gibt, oder die nächste. Wir haben ein Infotelefon, wo man anrufen kann. Wir haben ein eigenes soziales Netzwerk, wo man auch diskutieren kann, wo man Fragen stellen kann. Man findet uns auch auf Facebook, also wir sind da überall. Und was ich daran aber ganz wichtig finde, meine diese Fälle haben wir ja zuhauf, ist, dass man diejenigen ermutigt, dass diesen Weg auch zu gehen. Also ich nehmen wir auch so harte Fälle, dass jemand sagt, ich bin 17 und ehrlich, ich habe nur, in die Scheiße gelangt bisher. Ist es jetzt vorbei für mich oder ich will loslegen? Helft mir, macht ihr mit. Ja, wir schauen natürlich, was wir tun können. Wir können natürlich nicht alles machen. Wir können auch keine Hausaufgabenhilfe geben. Das geht nur, Einzelne machen das vielleicht, aber das ist jetzt nicht unser Programm. Aber ich habe auch gemerkt,
was zum Beispiel einer in meinem Buch sagt, ist, ab dem Zeitpunkt, wo mir jemand gesagt hat, das ist möglich, du kannst studieren, du kannst dein Abitur nachmachen, du kannst das und das werden, ab dem Zeitpunkt hat er sich am Riemen gerissen und hat dann was getan, aber auf seinem Weg ist er immer wieder Menschen begegnet, die gesagt haben, nee, das schaffst du nicht und das ist doch viel zu anstrengend und lass das doch und das schaffen nur die Besten. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt, dass man selber daran glaubt, dass man das schaffen kann und dass es andere Menschen gibt, die einem sagen, doch, wenn du das möchtest, klar, ist harte Arbeit, es wird dir nicht geschenkt, aber du kannst es schaffen, es gibt diese Aufstiegsmöglichkeiten in Deutschland, es gibt auch Fördermöglichkeiten, es gibt Möglichkeiten, das umzusetzen. Wie ist das? Kommen eigentlich so Politiker, politische Parteien und sagen, du Katja Urwatsch, du kommst ja jetzt im Fernsehen, die Initiative ist erfolgreich, Internet könnt ihr auch, können wir dich für uns vereinnahmen? Gibt's sowas? Ja, wir kriegen schon Besuch von Politikern, auch mal hier gerne im Büro, die sich gerne mit uns austauschen und fragen, was macht ihr denn so? Und hast du das Gefühl, denen geht es ein bisschen ums Image oder hast du eher das Gefühl, dass das wirklich ankommt, dass da Nachholbedarf ist im System? Also ich habe schon das Gefühl, dass die sich dafür interessieren und natürlich sind es auch viele Politiker, die selber diesen Hintergrund haben und die sagen so, neulich hatte ich einen Politiker, der sagte, also ich hatte damals das Studium angefangen als erster der Familie und abgebrochen und ich habe jetzt erst verstanden, woran das vielleicht auch gelegen hat, dass es mir so schwer gefallen ist, durch ihre Initiative. Und das finde ich natürlich toll. Also es gibt einfach viele, die wollen erfahren, was wir machen. Und die fragen auch, was müssten wir denn verändern? Wo sind denn die Hauptprobleme? Wer meldet sich bei Ihnen? Mit welchen Gründen? Mit welchen Problemen? Also, und das sind auch alle Parteien. Also finde ich eigentlich ganz gut, dass sie sich dafür interessieren und auch überlegen, was können sie denn auch verändern und was können sie dazu beitragen. Super. Die Seite heißt arbeiterkind.de. Wird geholfen, kann man helfen. Also es ist ein Geben- und Nebennetzwerk, ziemlich erfolgreich, das freut mich sehr. Das Buch, liebe Zuschauer, gibt es im Tombus 4 Shop, könnt ihr euch gleich bestellen. Ich bin sehr gespannt, ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es vorhin schon verraten, aber ich habe es jetzt vor. Das auf jeden Fall, also ich glaube schon, dass du dich auch wiederfinden wirst, also sagen viele, dass sie sich wiederfinden. Ja? Ja, in den Fallbeispielen. Ich stelle immer in jedem Interview 3 Begriffe in den Raum und bitte um 3 kurze Assoziationen. Elite. Mag ich nicht den Begriff. Was muss ich dazu sagen? Also Elite finde ich einen schwierigen Begriff. Zweiter Begriff, sozialer Aufstieg. Sollte es noch viel mehr geben. Dritter Begriff, verkrustetes Bildungssystem. Muss dringend verändert werden. Okay. Ich danke dir für Gerne. Das Gespräch. Letzte, doch noch eine Frage, das interessiert mich echt. Habt ihr 5 Jahre vor euch? Habt ihr so einen 5-Jahres-Plan, wo es jetzt noch hingeht? Wir haben natürlich Ziele, wie zum Beispiel, dass wir auch noch mehr aufs Land wollen, weil ich komme selber aus dem Dorf, dass wir noch mehr Schüler auf dem Land erreichen wollen, noch flächendeckender in Deutschland. Wir wollen noch stärker werden in Bayern, Baden-Württemberg. Also all solche Dinge. Wir haben so Ziele, die wir uns setzen, aber wir haben jetzt keinen Masterplan. Wir geben einfach immer alles und versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Fantastisch. Dankeschön und ich hoffe auf bald wieder beim Kaffee. Dankeschön. Ja. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist der Spiegel-Online-Kolumnist und Freitag-Chef Jakob Augstein. Bis zum nächsten Mal.